egal. Kauf dir doch wieder einfach eine Switch. Oder geht das nicht? Ja, hallo zusammen. Heute machen wir weiter mit Little Nightmares. Wir haben ja gestern ganz spontan Little Nightmares 1 gespielt, also das Hauptspiel. Und, na gut, ich muss auch sagen, hi Karl, hallo Loki, willkommen im Stream. Und ich muss auch sagen, bedingt dadurch, dass am Donnerstag, also übermorgen, der zweite Teil von Little Nightmares rauskommt und ich das Spiel schon so lange in der Bibliothek hatte und ich es endlich mal spielen wollte, habe ich es endlich mal getan. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war ein richtig cooles Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich mir auch direkt dazu entschieden, das DLC zu kaufen. Haben wir? Ich wollte gerade sagen, wir haben doch kein spezielles DLC-Overlay, ne? Habe mich direkt dazu entschieden, auch das DLC direkt gestern nach dem ersten Teil mir zu kaufen und direkt am nächsten Tag, also heute, direkt auch noch zu spielen, weil es war echt cool. Und Little Nightmares ist vermutlich unter L. Ich hoffe, diesmal starten wir auch ohne Soundschwierigkeiten wie gestern. Es müsste eigentlich passen. Ich hatte es gerade schon wieder an. Ich bin sehr gespannt. Man hört definitiv was. So, und ich hab Bock. Ich habe mich heute schon den ganzen Tag darauf gefreut, das DLC zu spielen. Also wirklich, ich habe richtig Lust und wir fangen auch sofort an. Wie geht's euch denn allen im Stream? Schön, dass ihr alle da seid. Was macht ihr so Schönes? Wie war euer Tag? Erzählt mal. So, ihr seht, das sind drei Kapitel im DLC, die wir haben. Die werden wir jetzt in diesem Stream alle komplett durchspielen, ne? Also fangen wir mit dem ersten Kapitel natürlich an. Ich bin sehr gespannt. So. Ich wollte sagen, so ein extra DLC-Overlay hatten wir ja nicht, ne? Ist ja nicht schlimm. Oder warst du schon bei Little Nightmares 2? Da müssen wir leider noch bis Donnerstag warten. Donnerstag, 15 Uhr, hier auf dem Kanal Little Nightmares 2. Seid alle auf jeden Fall auch dabei. Und huch, wir starten als Six Bruder im Wasser. Okay, es war wieder ein Albtraum. Diesmal haben wir nicht wie bei Six gestern eine Frau gesehen, sondern wir waren im Wasser. Das ist aber ein bisschen laut alles, oder? Ich mach mal ein bisschen leiser. Wir waren im Wasser und wurden von einer Hand am Fuß runtergezogen. Hallo, Red Tail Down Care. Willkommen im Stream. Wie geht's? Schön, dass ihr da seid. Hi, hi. Hört ihr das? Direkt schon komische Musik am Anfang. Was können wir alles machen? Wir können uns ducken, wir können vermutlich was nehmen, wir können springen, wir können sprinten. Genau, und? Nein, wir haben kein Feuerzeug. Bei Six hatten wir von Anfang an schon ein Feuerzeug in der Hand, mit dem wir es uns ein bisschen heller machen konnten. Ich muss mal kurz schauen, ich habe die Helligkeit aber soweit es geht raufgeschraubt. Die Helligkeit ist so hell wie möglich. Heller geht's nicht. Ich lass mal die Lautstärke so. Ihr müsst mir mal sagen, ob das mit dem Sound dann so passt oder ob man da noch was ändern soll. Okay, was mich jetzt direkt hier erstmal wundert, bin mal gespannt, ob du nach dem DLC dahinter kommst. Wohinter kommen? Hast du das DLC auch schon gesehen? Es wundert mich jetzt aber, dass es tatsächlich hier nach links geht. Sonst geht es, also meistens, ging es, gestern im ersten Teil, ging es meistens immer rechts lang, um Fortschritt zu haben. Jetzt müssten wir hier als erstes nach links. Das würde mich ja schon ein bisschen wundern. Hä, was meinst du? Meinst du die Story von Little Nightmares oder was? Ob ich nach dem DLC dahinter komme? Oder was? Ja, ich verstehe nicht, was du meinst. Aber hier ist noch eine Tür. Aber die Tür ist zu. Okay,
Wir müssen links lang. Ja, so ein bisschen. Okay. So, wir müssen links lang. Und wir starten auch in einem Raum. Also ich weiß jetzt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie das Kapitel hier wieder heißt. Ich werde auch jetzt nicht extra nochmal nachschauen. Aber wir starten wieder in so einer etwa die gleiche Location wie gestern mit Six, ne? Es könnte wieder ein Gefängnis sein. Es könnte auch wieder nur ein Traum sein. Und wart ihr schon schön einkaufen? Habt ihr alles geschafft? So. Und auch wieder die gleiche Bemalung hier an der Wand, ne? Aber diesmal ist es ein Schiff. Es ist ein Schiff, eindeutig. Können wir hier irgendwas von in die Hand nehmen? Nein, das geht nicht. Okay, ich hoffe, ihr könnt im Stream ein bisschen was sehen von der Helligkeit her. Aber ihr habt ja gesehen, heller geht's nicht. Ich könnte die Grafik runterschrauben, dann würde es noch ein bisschen heller werden, aber das will ich eigentlich nicht. Wartet gerade auf Essen, was gibt's denn Leckeres? Was habt ihr denn bestellt? Und hier sind wir wieder beim Auge. Beim Auge. Und dieses komische schwarze Tervieh. Ich weiß nicht genau, was es ist. Keine Ahnung, was das ist. Oh. Da unten ist ein Auge, ne? Da kamen wir gestern im ersten Teil auch nicht dahinter, ne? Was das für schwarze, komische Viecher sind, ne? Hat doch ein bisschen länger gedauert. Nichts bestellt. Fischstäbchen sind im Ofen. Dazu gibt es Spinat und Kartoffelpüree. Mmh, yum yum. Dann lasst euch mal schmecken. Ah, aber guckt mal. Das hier ist die Stelle, wo wir gestern mit Six waren, ne? Das Auge hier. Erinnert ihr euch? Das war da unten. Und jetzt sind wir mit Six Bruder hier oben. Was ich mich jetzt nur frage, spielt das zeitgleich? Oder wann spielt das in etwa? Was schreit denn der Philo da wieder so rum? Little Bugmares, wo der Sound Bug war. Nee, ich glaube, der Sound war nicht Bug. Das war einfach nur meine Dummheit, weil ich einmal kurz rausgegangen bin mit der Maus und in einem OBS was angeklickt habe und das eine Monitoraufnahme war, hat ja das Spiel nicht direkt minimiert, aber der Sound war weg. Das heißt, ich hätte mit der Maus einmal nur hier hingehen müssen, auf das Spiel klicken müssen und dann wäre Sound wieder da gewesen. Verstehst du? Ja, ich schätze mal fast, wir müssen mit ihm auch hier runter. Also weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt, aber wir können es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber genau das ist die Stelle hier, ja. Das müsste die Stelle hier sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob wir wirklich hier hin müssen. Aber ich habe da oben, klar, die Tür haben wir gesehen, aber ich hatte gerade keine Möglichkeit gesehen, wie wir die Tür aufbekommen. Oh, ich dachte, der geht noch einen nach links. Hä? Aber das Bett ist weg. Wir kommen da unten gar nicht lang, oder? Das Bett ist weg, wo wir uns eigentlich vor dem Auge verstecken könnten, oder? Na. Na, los. Ah! Achso, Moment mal. Können wir vielleicht, wenn wir uns beeilen, hier so lang gehen? Oh, ach, das war ein... Ey, habt ihr gesehen? Ich dachte gerade, das wäre auch nur so eine Puppe gewesen, wie wir die gestern schon gesehen haben. Aber scheint ganz so, als ob das auch in etwa sowas ist wie wir und sie hatte eine Taschenlampe. Okay. Ja, die Orte kennen wir hier schon. Wir war... Ui.
Wer war dieses kleine Mädchen, was da gerade weggelaufen ist? Und was hat sie mit dieser Geschichte zu tun? Ah, und jetzt sind wir hier wieder bei diesem wunderschönen Spielraum, ne? Das passt halt auch so gar nicht. Sonst ja, kann man irgendwie in Orte, wo man nichts zu essen bekommen hat, wo so richtig ekelhaft, widerliche, gruselige Orte. Und dann auf einmal hier so ein Raum, das, guckt euch das an. Das ist doch ein Paradies hier für Kinder, dieser Raum, oder nicht? Das ist doch einfach nur ein Paradies für jedes Kind. Das passt halt mal so gar nicht. So manche Stellen aus dem Spiel haben echt noch ganz, ganz, ganz große Fragezeichen bei mir hinterlassen. Aber das ist vermutlich auch die Absicht. Das möchte... Oh, da oben. Ey, du, bleib stehen. Hey, warte auf mich. Ich komm mit. Hey, du. Nein, nicht abhauen. Ja, komm schon. Auf jeden Fall scheint dieses... Ich sag jetzt einfach mal Mädchen. Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen ist. Aber anscheinend scheint dieses Mädchen viel mehr bei Kräften zu sein als... als alle anderen Wesen! Halt dich doch fest! Als alle anderen Wesen, die wir bis jetzt gesehen haben, ne? Die lagen immer so verkrüppelt, so ganz klein, so... lagen die im Bett und konnten sich gar nicht mehr bewegen, weil es ihnen einfach so schlecht ging. Aber dem Mädchen hier scheint es relativ gut zu gehen. Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es Six ist. Dafür sieht sie nämlich anders aus und das ist... der Anfang von dem Hauptspiel gestern, ne? Wir haben hier angefangen, das war relativ am Anfang, wo wir jetzt hier mit ja, ihrem Bruder, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber auch wieder landen, ne? Ach, und Marcel übrigens, ne? Hier die Stream-Information-Aktualisierung im OBS funktioniert jetzt einwandfrei. Muss wohl ein Update gegeben haben. Auf jeden Fall auch, wenn der Stream aus ist. Ich mach's in OBS an. Aktualisier das, drück einmal nur auf Aktualisieren, ist gespeichert, passt. Anscheinend haben die das mit irgendeinem Update, haben die das gefixt. So, Mädchen. Aha. Geh mal ganz stark davon aus, dass du hier lang bist, weil einen anderen Weg gibt es nicht. Oh, und dann ist er vermutlich durch die Luke gegangen, ne? Kriegen wir das hier auf? Das haben wir im Hauptspiel nicht aufgekriegt. Kriegen wir jetzt aber auch nicht aus, so wie es aussieht. Nee. Und die Tür, die ging hier automatisch zu, als wir mit Six in die andere Richtung gegangen sind. Ne? Aber komm schon! Nee, es geht nicht. Da ist schon wieder Wasser. Ich schätze mal, in dem Wasser kommt gleich... irgendwas, was uns töten wird, deswegen sollten wir uns einfach mal beeilen. Oh. Gehe ich mal davon aus? Nee, spring mal da hoch. Achso, brauchen wir die Tasche? Na gut, dann wird vermutlich nichts kommen, was uns umbringt, weil wir dafür natürlich ein bisschen Zeit benötigen. Komm schon. Aber auch im Hauptspiel gestern waren ja so manchmal Räume im 10, die waren schon ein bisschen unfair. Also in dem Hinblick, dass man wenn man nicht wusste, was kommt, stirbt man einfach, weil man nicht so schnell reagiert, ne? Ich bin zum Beispiel in einen Raum gegangen, dann zack, kam von links so ein komischer Wärter oder Koch und hat einen gepackt. Wenn man nicht direkt gesprintet ist, hat er einen sofort getötet, ne? Und in dem Hinsicht war das Spiel manchmal schon unfair, aber insgesamt einfach nur brillant. Ja, ich sehe schon, wo wir lang müssen, aber ich wollte trotzdem nochmal hier schauen. Und mir fehlt so ein bisschen unser Feuerzeug. Ich möchte das Feuerzeug haben. Mann, ey. Sketcher, moin, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Sie hat die Taschenlampe fallen lassen. Ja, jetzt haben wir kein Feuer. Jetzt haben wir die Taschenlampe. Am Start mit Little Nightmares, genau. Ich habe mir gestern nach dem Stream direkt das DLC gekauft und der Philo nervt hier. Direkt das DLC gekauft und ich habe Bock. Jetzt zocken wir heute das DLC und Donnerstag um 15 Uhr gibt es
oder ab 15 Uhr gibt es Little Nightmares 2. Hoffe ich zumindest, sobald der Key rechtzeitig da ist, aber sollte ja kein Problem sein. Was denn, hast du gehört, was ich gerade gesagt habe über über die Stream-Informationen mit im OBS? Hast du das mitbekommen? Und rüber! So. Heute offiziell erfahren, dass ein Arbeitskollege gestorben ist und der war auch... jetzt habe ich in den Chat geguckt. Der war auch ein bisschen mein Kollege, er war 19 Auto. Ach du Scheiße. Das tut mir leid. Ach du große Schü. Das ist natürlich nicht schön. Das ist natürlich nicht schön. So. Von wo kamen die denn jetzt? Von da oben? Ich rush jetzt hier einfach mal durch wieder. Kann der auch grätschen? Ja, super Grätsche. Von da oben kommen noch mehr runter. Was ist das für komische... Wie nein, sind wir da genau reingelaufen, so eine Scheiße. Gestern war das... Oh je. Das ist natürlich nicht schön. Pilo nervt nicht. Marcel, hast du mitbekommen, was ich gerade gesagt habe? Jetzt bin ich da schon wieder reingelaufen. Philo, geh mal hier auch runter. So, jetzt aber. Jetzt gucke ich nicht in den Chat, sondern erst nachdem... Okay. Nein. Erst nachdem ich diese Passage jetzt hier geschafft habe. Schnell hoch. Können die klettern? Nein. Halt dich fest. Gut gemacht. Und jetzt? Du speedrunst das Game, ihr Hype. Ah, so ein Quatsch. Ach so, ja, habe ich mitbekommen. Ist nice. Muss ich nicht mehr ins Creator Dashboard gehen. Ja, genau. Genau. Nein, ich habe natürlich hier auch absolut nicht vor zu speedrunnen. Jetzt sind wir hier schon wieder im Wasser. Ey, das mit dem Wasser gefällt mir nicht. Das ist doch ekelhaft. Ich mag kein Wasser. Und Arschbombe! Ah, Wasser ist so schön. Ich hab's immer so ein bisschen Angst bei Wasser, dass wie in dem Traum von vorhin einfach so eine Hand kommt, uns am Fuß packt und so einmal runterzieht, ne? Warte, stopp mal. Kann man da hinten durchschwimmen und da gibt es ein Secret? Weil ich habe auch so... Also in dem ersten Teil gestern gab es ja diese Statuen, die man nehmen und ja kaputt machen konnte, wegwerfen konnte. Das war dann wie so ein Sammelerfolg, so ein Achievement auf Steam. Davon habe ich bis jetzt hier noch nichts gesehen, dass es sowas gibt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier auch sowas gibt. Deswegen, gerade jetzt so am Anfang, gucke ich mich noch mal ein bisschen mehr um. Gerade so die Ecken, wo was versteckt sein könnte. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Und raus hier. Ah, ich finde das ganz cool. Oh. Dass man auch im DLC hier schon direkt am Anfang an Orte war, die einem bekannt vorkommen, ne? Der eine Ort da mit dem Auge. Da waren wir mit Six gestern nämlich auch im Hauptspiel. Da mussten wir jetzt gerade auch nochmal lang. Aber jetzt mittlerweile sind wir hier irgendwo... Also es ist auf jeden Fall das gleiche Gebäude, wo wir gestern mit Six waren. So viel steht fest. Oh oh. Okay. Ach so, wir müssen einfach weiter. Einfach weiter. Das war jetzt zu langsam, ne? Hä? Müssen wir nicht einfach weiter? Also ich muss sagen, ich kenne das DLC, aber weiß auch nicht mehr ganz alles. Naja, ja, wie gestern, ne? Ich will natürlich erstmal alleine rätseln, alleine versuchen, ganz klar. Ich
wollte ich jetzt. Ich will natürlich erstmal alleine versuchen. Und wenn ihr es nicht wisst, dürft ihr natürlich auch miträtseln und Tipps geben. Aber die, die es wissen, bitte nicht direkt die Lösung spoilern. Sondern erst, wenn ich dann wirklich euch nach der Lösung frage. Aber natürlich will ich es erstmal alleine versuchen. Und hä? Ich bin mir doch ziemlich sicher, man kommt doch bestimmt hier hoch. Ja. Ich habe gerade eigentlich auch R2 gedrückt. Keine Ahnung, warum er sich gerade nicht da festgehalten hat. Gibt es denn einen Namen für ihn? Du hast ja gesagt, also gestern hast du mir verraten, dass sie Six heißt. Wie heißt der Bruder? So, hier kommen wir erstmal nicht durch diese Tür. Ach du große Neune. Hier soll man rüberkommen? Nein, soll man nicht. Man soll irgendwie anders hier lang. Schaffst du das, wenn wir hier Anlauf nehmen und springen? Nö. Okay. Ach, guck mal, das... Oder? Nee, doch nicht. Hab ich mich verguckt. Okay, wir müssen aber definitiv da lang. Fragt sich nur, wie... Verschieben können wir hier auch nichts. Ich probiere einfach mal alles durch. Oder sollen wir hier runter? Das ist ja gar nicht tief. Kann sein, dass wir hier tatsächlich runter sollen. Ups. Ja, sollen wir. Okay. Ich hätte zuerst gesagt, dass wir um die Röhre rum müssen. Und dann oben weiterlaufen müssen. Das ist offenbar nicht so. Ich gehe jetzt extra mal nicht in die Mitte des Wassers. Und da sind so richtig viele Schleimdinger, die uns töten wollen. Hier, nimm dies! Oh oh. Oh oh. Ob das so clever war? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nein, da ist noch einer. Da ist der Torwart. Das ist ein Torwart. Ha. Wir haben trotzdem das Tor geschossen. Ja, Idiot. Lappen. Wieder einer einfach direkt vor dem Fenster stehen bleibt, ne? Und uns noch abfangen will, der Pfosten. Also, jetzt ist ja hier rechts der richtige Weg, oder? Hier gibt's doch nur ein Secret, oder? Nein? Kein Secret? Nein? Nein? Nein, nein? 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 Kein Secret? Kein Secret. Okay. Oder ich habe nicht herausgefunden, wie er da durchkommt. Keine Ahnung. Aha. Da sieht man doch schon mal was zum Hochklettern. Und da geht vermutlich der richtige Weg weiter. Aber erstmal Aschbombe! Secret? Anno! Wir sind jetzt noch kein einziges Secret gefunden, ne? Gut, vielleicht gibt es hier auch keine, aber das kann ich mir schlecht vorstellen. Es geht hier oben weiter. Ja, wir müssen den Hebel mit Sicherheit betätigen, ich weiß. Aber sollten wir das auch direkt tun? Wisst ihr was? Ja, sollten wir. Ja. Geht nicht. Geht nicht. Warum geht das nicht? Ah, da oben ist noch ein Hebel. Seht mal. Und zwar genau da. Stopp mal. Sollen wir vielleicht von hier abspringen und erst den Hebel betätigen? Weiß nicht, ob er das schafft. Schafft er. Ah. Damit schalten wir anscheinend den Strom an und können dann auch diesen Hebel betätigen, oder? Yes, sir. Ja, komm, hau ruck. Das Wasser steigt und wir können... Wow! Hier durch. Ja, ja. Und... Können wir nicht? Können wir...
Können wir offenbar nicht. Marcel, Lisa, wie ist das so mit dem Sound? Ist das so besser als gestern oder soll ich wieder lauter machen? Weil ich glaube, das war gestern ein bisschen zu laut mit dem Sound, oder? Ich glaube, wir müssen nochmal an dem Hebel ziehen, oder was? Weiter! Ja, weiter. Okay. Das Wasser war noch nicht hoch genug. Ist das leiser als gestern? Ja, das ist eigentlich leiser als gestern. Jetzt bin ich mit ihm in das Loch da geschwommen und jetzt komme ich nicht mehr raus. Lol, seht ihr da unten rechts? Doch, komm, ja, okay. Aber was hat denn das jetzt gebracht dann? Hä? Hätten wir schneller da durchgemusst? Ich glaube fast ja. Ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen zurück. Jetzt sollte das Wasser ein bisschen rund. Okay, dann betätigen wir den Hebel und gehen instant ins Wasser und versuchen so schnell wie möglich durch das Fenster zu kommen. Du findest es gut? Okay. Und jetzt machen wir das mit dem Hebel hier. Und jetzt Beeilung! Schneller! Na los! Na los! Na los! Na los! Na los! Hä? Schwimmt er noch? Hat der unendlich Luft? Hm? Schwimm mal wieder zurück. Ich hoffe, wir kommen hier nochmal raus. Na komm, ich sehe doch schon deinen Kopf, ey. Hallo? Ja, kämpf dich da raus. Müssen wir einfach nur schneller sein? Moment mal. Ach, stopp. Andersrum. Nee, ey, stopp. Nein, 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 nein. So. Wir können ihn auch nur so drei Viertel lassen. Ah. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, es geht immer nur null, halb, ganz. Aber es geht auch null. Ein Viertel, drei Viertel, sieben Fünftel, acht Drittel, Wurzel auf sieben. Und dann kommt man hier besser durch. Okay. Sind wir hier noch tiefer unten in dem Gefängnis, als wir mit Dix gestartet haben? Weil hier scheinen wir, also ich habe jetzt so das Gefühl, ups, dass wir hier so weit unten wie möglich sind, also ganz, ganz unten unter. Und ja, dieses ganze Gebiet, dieser ganze Schlund, wo wir da waren, der lag ja sogar im Wasser. Und das waren Gebäude unter Wasser, hat man ja nach den Credits gestern gesehen, ne? Was auch erklären würde, warum hier überall Wasser ist. Schaut mal, da schwimmt doch was im Wasser, seht ihr das? Ja, 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 ja. Okay, wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Ich hab gesagt, wir beeilen uns. Wow. Das ist diese Hand, ne? Die uns haben will und noch weiter in den Abgrund ziehen möchte. Warum auch immer. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht. Da ist er. What? Ey, wie unfair ist das denn? Lol, der kann uns da runter schubsen. No, hör auf damit. Und wie schnell der ist. Alter, das war ja jetzt unfair. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich hoffe, ja, weit weg, das sollten wir schaffen, oder? Oh, der ist verdammt schnell, ne? Oh, schnell hier weg. What the fuck? There's something in the water. Aber this is no a tickle. Der Sonnendrache. Sonnendrache. Wie heißt der? Tickle, der Sonnenlose? Der irgendwas mit Sonne. So, okay. Alter, diese Hand im Wasser, die ist super gefährlich. Ja, da lauert sie schon wieder, ne?
Hör bloß auf. Das ist viel zu hoch. Da kommen wir so nicht hin. Wir müssen das irgendwie... Oh nein. Jetzt sind wir eben genau vor die Flinte geschwommen. Ja. Das ist auch unfair. Sieht hier nach einem Sonnendrachen aus? Ja. Okay, das ist auch unfair. Da braucht man ein bisschen Glück. Man weiß ja nicht, wo die Hand gerade rumschwimmt. Da muss man manchmal ein bisschen... entweder abwarten. Okay, entweder länger abwarten. Oder halt Glück haben. Dass die Hand nicht gerade da ist, wo man hin will. Okay. Die braucht aber immer noch ein kleines bisschen, bevor sie wirklich zuschlägt, ne? Und da hinten ist ein Secret. Das möchte ich noch ganz gerne haben. Das wäre ganz cool. Und diesmal sind das... ja, wie so eine Flasche. Eine Flaschenpost. Können wir auch lesen, was da drauf stand? Nö. Hier, nimm das, Hand! Jetzt abgelenkt dadurch. Hätte sein können. Aber nein, war er nicht. Okay. Diesmal sind Flaschenpost sind diesmal die Secrets. Geil. Haben wir jetzt vermutlich schon einen verpasst, weil das so lange gedauert hat. Ach, und ich habe mir das nochmal in der Aufnahme von gestern aus dem Stream angesehen, ne? Das mit dem Badezimmer. Oh, stopp. Das mit dem Badezimmer mit der Dose. Die ist beim ersten Mal tatsächlich auch runtergefallen, aber ich habe die unglücklicherweise, wenn man reinkam in das Badezimmer, stand direkt links so ein Brett hoch. Und ich habe die unglücklicherweise einmal beim Laufen random genau hinter dieses Brett gekickt, sodass wir die nicht mehr sehen konnten. Beim ersten Mal. Huch. Aber die ist auch beim ersten Mal schon runtergefallen. Nur ich habe die relativ am Anfang das Brett gekickt, dass die einfach nicht mehr zu sehen war. Und deswegen haben wir auch nicht mehr an diese Dose gedacht. Hä? Okay, ich dachte, wir kommen da irgendwie hoch. Ne, wir müssen irgendwie an den Haken kommen, ne? Ich hatte mich nämlich gerade auch schon gewundert, warum der Haken auf einmal... Ich habe viel mehr Wichtel gefunden als Krunk. Oh, das ist ja nice. Das freut mich, das ist cool. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum dieser Haken da ist und wir den nicht nutzen sollten. Ich glaube... Nein, 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 nein. Ich habe nämlich eigentlich gedacht... Müssen wir das so als Sprungschanze nehmen? Kann der da drauf stehen? Oh. Nee, oder bin ich vorbeigesprungen? Hm? Hallo, geh wieder da raus. Lol. Okay.